Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Sascha Iwan vom Eine-Welt-Netz NRW aus Nordrhein-Westfalen. Warum bin ich aus Nordrhein-Westfalen hier angekommen? Weil wir die Bits und Bäume im nächsten Jahr nach Nordrhein-Westfalen holen wollen. Also dieses wunderbare Open-Source-Konzept der Bits und Bäume lädt ja dazu ein, ist zu anders so zu plantieren. Und ja, das machen wir jetzt eben im nächsten Jahr in Nordrhein-Westfalen. Ganz kurz noch ein Wort zum Eine Weltnetz NRW. Mal kurz Handzeichen. Kennt jemand von euch das Eine Weltnetz NRW? Zwei Personen. Wer von euch ist aus NRW? Ah, sehr schön. Wer von euch aus dem Ruhrpott? Ja, ein bisschen. Heimat ist im Raum. Sehr schön. Ich komme selber ursprünglich aus Duisburg. Damit ihr es einmal gehört habt, also das Eine Weltnetz NRW ist das Landesnetzwerk für entwicklungspolitische Organisationen, Vereine, Institutionen in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir vernetzen Organisationen und Engagierte, wir bilden die weiter, wir haben ganz viele unterschiedliche Projekte und Programme, wo wir die NGO-Szene, wie ich dann einfach gerne abgekürzt sage, in Nordrhein-Westfalen verknüpfen und empowern können. So. Aktuell haben wir 200 ordentliche Mitglieder, sprich Vereine und Körperschaften, die auch gemeinnützig sind. Wir haben knapp 1439 persönliche Mitglieder und 67 Assoziierte, was also Unternehmen und sind, die keine gemeinnützigen Körperschaft eben haben. Das einmal ganz kurz dazu. Jetzt stand in der Programmbeschreibung wunderbar Review 22 von der Bits und Bäume. Wer von euch hat mitbekommen, dass wir 22 in Münster eine Bits und Bäume machen wollten? Würde mich auch mal interessieren. Bisschen, sehr schön. Dann habt ihr auch mitbekommen, weil das gehört auch zur Teil der Geschichte, dass sie eben nicht stattfinden konnte. So, das Leben besteht eben nicht immer nur aus Win-Stories, sondern eben auch aus den Dingen, die nicht funktionieren. Ich möchte euch aber kurz auch sagen, warum die Bits und Bäume nicht stattgefunden hat. Wir hatten schlichtweg zu wenig Anmeldungen. So, und das haben wir gründlich analysiert. Warum? Weil hier sieht man in Berlin jetzt zum zweiten Mal, läuft es mega erfolgreich. Wir haben zum einen festgestellt, dass die Corona-Pandemie für viele unserer Organisationen in unserem Netzwerk immer noch eine riesen Herausforderung war. Die wurden mit ihren Aktionen, mit ihrem Fundraising, mit ihrer Bildungsarbeit sozusagen durch die Hygienekonzepte in den digitalen Raum gezwungen. Na, ihr müsst euch jetzt alles digital machen, die Weiterbildung, Fundraising etc. Und das hat für die schon mal einen sehr, sehr hohen Aufwand bedeutet. So. Und dann kamen wir auf einmal noch mit dem Thema um die Ecke. So, und jetzt aber bitte Digitalisierung und Nachhaltigkeit. So, das ist ein ganz neuer Themenkomplex für viele NGOs. So, die waren mit ihren eigenen Aufgaben schon stark ausgelastet, die überhaupt erfolgreich weiter durchführen zu können. Und jetzt kommen wir noch mit einem Themenpaket daher, wo wir einfach gemerkt haben, da ist noch nicht ganz dieses Wissen vorhanden, da ist noch nicht ganz dieses Netzwerk vorhanden. Und dann haben uns schlichtweg eben die Anmeldung gefehlt. So, ne? Das ist die Geschichte dazu. Dazu kam, wir mussten den Termin leider in die Sommerferien legen, das war ein bisschen ungünstig. Dazu kam, die Bits und Bäume aus Berlin hat zeitgleich die Bits und Bäume in Berlin promotet, was sie gut gemacht haben und was sie auch hoffentlich immerhin weiter gut machen werden. Aber da sind viele Faktoren zusammengekommen, wo wir einfach gesehen haben, okay, dieses Jahr macht es keinen Sinn, das durchzuführen. So, dann habt ihr einmal ein bisschen die Hintergründe gehört. Kommen wir zur guten Geschichte. Bip, es geht weiter. Also, wir werden die Bits und Bäume, da oben dürft ihr gerne schon mal den QR-Code abscannen. Da geht es nämlich direkt zu unserer Webseite. Typo 3, klimaneutral, sollte soweit zufriedenstellend sein. Wir holen die Bits und Bäume am 16. und 17. Juni. Das ist Freitag auf Samstag nach Münster. Also wir verschieben, wir heben nicht auf. Also den Termin schon mal gerne vermerken, gerne weitersagen. Und jetzt möchte ich euch noch gerne sagen, was wir da so vorhaben. Unser Credo ist ein bisschen, wir haben gesehen, in Berlin sind die Sachen schon sehr weit vorangetrieben. Hier sitzen super viele wichtige Organisationen, hier ist schon ein hohes Maß an Wissen, hier ist schon eine sehr gute Vernetzung. In NRW ist diese Vernetzung und dieses Wissen in der Breite noch nicht ganz so groß gegeben. Wir haben mittlerweile einen ganz guten Überblick über den Markt. Und deswegen ist es für uns wichtig, in dieser ersten Bits und Bäumen NRW jetzt nicht schon zu spezifisch zu sein, ja, mit einzelnen Handlungsfeldern, mit KI, mit Blockchain und solchen Dingen, nicht zu spezifisch schon in die Themen zu gehen, sondern erstmal zu sagen, liebe NGO-Szene,
kommt vorbei, fühlt euch mit den Themen überhaupt erstmal abgeholt. Also relativ niedrigschwellig zu agieren, weil es bringt aus unserer Sicht nichts, strategisch sehr fachspezifisch schon in Themen zu gehen, wo NGOs merken, da habe ich keine Kompetenz, da ist die Hürde für mich zu hoch. So, ne, also wir machen das niedrigschwellig, weil wir wissen, ne, es gibt zwei Räume, den analogen und den digitalen, aber nur eine Welt. Also logischerweise gehört alles miteinander verwoben. So, und deswegen finden wir es wichtig, den Einstieg in diesen digitalen Raum leicht zu machen. Das heißt, was wird es geben? Wir haben natürlich im letzten Jahr, wir hatten schon das komplette Programm fertig. Ja, wir hätten eigentlich loslegen können. Referenten gebucht, Referentinnen gebucht, alles gut. Dann war es nicht so weit. Was wir in diesem Jahr machen werden, und das ist jetzt hier mit den Hashtags versehen, dass ihr so ein bisschen seht, das sind die Überbegriffe noch, die sind auch bewusst allgemein gehalten, weil wir da noch ein bisschen Freiraum haben wollen. Es wird also auf jeden Fall Einstiegsworkshops geben für Leute, die mit diesem Digitalisierungsthema noch wirklich gar keine Berührungspunkte haben. Ja, also Rainer Herk zum Beispiel hier, den ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt von der Berliner Bitz-und-Bäume-Konferenz hier, der hat zum Beispiel einen Workshop angeboten, die Entmystifizierung der Digitalisierung. Also was verbirgt sich hinter diesen ganzen Begriffen? Kryptowährung, Blockchain, was bedeutet das? Ja? Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Energiewende, Dezentralisierung, wie kann künstliche Intelligenz dabei helfen, Solarpanels autark auf den Weg zu bringen. Das ganze Thema Digitalisierung funktioniert natürlich nicht ohne Ressourcen. Ja? Also keine Software ohne Hardware, keine Hardware ohne die Rohstoffe. Also das Thema müssen wir mitbehandeln. Ja? Und da haben wir im letzten Jahr mit der Irma Beuscher von der Bundjugend, die war da als Referentin geplant, und da schielen wir auch draus, dass wir die dieses Jahr wiedergewinnen werden. Gemeinwohl ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr wisst es selber, die Big Five aus Silicon Valley, Apple, Microsoft, ne, da geht es um Marktmonopole, da geht es um Marktmacht. Also dieses Thema dieser ungleichen Ökonomie werden wir auf jeden Fall auch behandeln. Und da waren wir in Kontakt mit der Gemeinwohlökonomie, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die sitzen auch in Münster, dass die dort ein Panel machen werden. Wenn wir Glück haben, sogar ein Planspiel über 3-4 Stunden, sollte richtig cool werden. Wir sind da sehr zuversichtlich. Als eine Weltnetz denken wir immer um die Kugel herum. Ja, die Rohstoffe kommen aus dem Süden, Arbeitskräfte kommen aus dem Süden, Kompetenzen kommen aus dem Süden. Deswegen auch wichtig zu schauen, dass wir den globalen Süden thematisieren. Ich war gestern, vielleicht war da noch jemand, postkoloniale Kontinuitäten. War da auch jemand zufällig? Na, okay. Da geht es eben darum, wie werden nicht nur die Ressourcen abgeschöpft, also die Metalle, sondern eben auch Daten. Na, weil Daten sind das Rohöl unserer Zeit. So, ne? Und das wird auch auf jeden Fall ein Punkt sein, dem wir uns widmen werden. Dann haben wir von PSEC, eine Organisation, hatten wir letztens auch ein YouTube-Video von uns, da ging es darum, wie wird Digitalisierung in Krisenzeiten genutzt? Ja, also man kann soziale Netzwerke positiv nutzen, siehe arabischer Frühling, man kann sich vernetzen. Man kann sie extrem negativ nutzen, siehe die Rohingya, ja, die ganz gezielt durch Propaganda diskriminiert worden sind. Ja, oder siehe die Wahl von Trump in den USA, die auch durch Facebook stark beeinflusst wurde. Ja, also da geht es eben um Krieg und Frieden und wie wird Digitalisierung, wie kann sie einen Beitrag im positiven Sinne leisten, aber wie eben auch im negativen Beitrag und wie kann Zivilgesellschaft sich da auch organisieren und empowern. Ist ein super spannendes Thema, da geht es auch um Drohnen, da geht es um Spionage, ja, sehr aktuell dann eben auch. Internet of Commons. Internet sollte für uns alle da sein und nicht für wenige Mächtige. Ja, also wie sieht der digitale Raum eigentlich aus? Wie können wir ihn nutzen für unsere Bedürfnisse, ja, und nicht dem folgen, was einfach schon da ist. Ja, aktuell haben wir Social-Media-Plattformen, da werden wir mehr oder weniger reingezwungen. Aber erfüllen die eigentlich das, was wir wollen? So, und wie können wir ein Internet gestalten, das unseren Bedürfnissen wieder näher liegt? Es wird um Gerechtigkeit gehen, auf viele Punkte bezogen. Und zu guter Letzt werden wir auch noch den Punkt Fundraising anbieten. Weil wir nämlich mit ganz vielen Organisationen gesprochen haben, die sagen, super wichtiges Thema, wollen wir auch rein, ist spannend, ist ein neuer wichtiger Kanal für uns, aber wir haben keine Kapazitäten, wir haben kein Personal dafür. Ja, und auch für eine Kampagne, wenn wir die machen sollen, uns fehlt die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also ganz oft hapert es auch einfach eben am Geld, sich diesem Thema widmen zu können. Und deswegen werden wir auch das Thema Fundraising anschneiden, speziell im Bereich Online-Fundraising. Werde ich sogar vielleicht machen, weil ich Online-Fundraiser bin, dass wir gucken, wie kriegen wir da mit einem kleinen CO2-Abdruck im digitalen Raum auch eine gute Fundraising-Kampagne auf den Weg.
Also, das ist einmal so eine grobe Übersicht. Es geht also darum, ihr könnt euch Wissen aneignen. Es geht um Austausch miteinander. Ne? Welche Probleme habt ihr? Welche Lösungen können gefunden werden? Und zum Schluss natürlich auch die berühmte Bits und Bäume Vernetzung. Ne? Also, wie können Unternehmen es schaffen, sich durch Bäume mehr Wissen anzueignen? Ja, also, dass sie diverser werden, dass sie nachhaltiger werden. Und auf der anderen Seite eben, wie können die Bäume lernen, den digitalen Raum erfolgreicher zu nutzen? Ja, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. Da haben wir unterschiedliche Partizipationsformate. Also, das war der Programmteil. Kommen jetzt auch nur noch ein, zwei Folien, dann bin ich auch schon durch. Wie könnt ihr mitmachen? Darum geht's. Nein, wir wollen das gemeinsam mit der Zivilgesellschaft auf den Weg bringen. Also Punkt 1 natürlich, kommt vorbei durch eine Teilnahme. Ja, damit lade ich euch hiermit schon mal ganz herzlich ein, an diesen Tagen vorbeizukommen. Ein Teil wird auch sein, wir haben Lightning Talks, so ein Format, so Kurzpräsentationen, wo sich Einzelpersonen, Initiativen, NGOs in einem zweiminütigen Format einmal kurz präsentieren können. Also kurz und knackig sollen da viele AkteurInnen die Möglichkeit haben, sich präsentieren zu können. Ja, dass man da in diesem Bit-Wäldchen nicht untergeht, sondern ihr habt die Möglichkeit, dann einmal auch wirklich auf einer größeren Bühne euch zu präsentieren, was ihr macht, was ihr auch vielleicht für einen Bedarf habt. Na, wofür sucht ihr einen Kooperationspartner? Wofür braucht ihr noch Unterstützung? Na, oder was bietet ihr an? Das ist dieses Lightning Talks Format. Dann haben wir die engagierten Wiese. Das N streichen wir jetzt mal raus. Da ist das Wording noch nicht ganz sauber. Ist letztendlich, was ihr auch hier im Mathegebäude gesehen habt, ihr könnt euch präsentieren. Analog von Mensch zu Mensch, auch klassisch mit einem Flyer. Ja, das wollen wir natürlich auch anbieten. Na, dass man rund um die Uhr eben auf der Messe rumlaufen kann und sich die Initiativen anschauen kann. Bewerbung und Viralität. Also, wenn ihr auch sagt, wir haben leider wirklich überhaupt keine Kapazitäten vorbeizukommen, aber das Thema ist wichtig, hat eine Schnittstelle zu Menschenrechte oder zu Umweltschutz, welches Thema ihr auch immer selber habt, ihr könnt dieses Thema natürlich trotzdem gerne mit bewerben. Und das mache ich mit so einem Link zu dem Bereich hier, mit einem Win-Win. Und das habe ich beim Eingangspanel hier mitgenommen. Das fand ich ganz schön, dass wir in unserer gemeinwohlorientierten, SDG-orientierten Szene so ein bisschen weg von diesen Gegeneinander kommen sollten. Also das ist sehr reduziert und so wie ich es wahrnehme, ist es ein starkes Miteinander. Ja? Nichtsdestotrotz kann auch, wenn ihr da selber nicht dran partizipieren könnt, durch einer der ersten Punkte, ist natürlich, wenn ihr das in euren Newsletter packt, wenn ihr das in einen Blogbeitrag packt, ne? Wie auch immer, wenn ihr das weitererzählt, gibt es all diesen Themen rund um die SDGs natürlich trotzdem eine neue Stimme. Und die erreichen durch euch vielleicht Leute, die darin aber wieder einen Anknüpfungspunkt haben. Also ihr werdet auf jeden Fall zur Stimme, zum Multiplikator für diese digitalen Nachhaltigkeitsthemen. Na, also das, da lade ich euch auf jeden Fall auch ganz herzlich zu ein. Das sind also im ersten, so die Formate, die wir da anbieten. Wir haben jetzt noch keinen CFP, Call for Participation, geschaltet, weil wir ja im Prinzip noch ein Programm vom letzten Jahr in der Schublade haben. So, deswegen sind wir jetzt nicht so weit und sagen, okay, wir werfen jetzt alles über Bord. Ne, da steckt viel Arbeit hinter, das Programm, was wir auf die Beine gestellt haben. Viele Referenten freuen sich auch schon tierisch auf die Beiträge. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wie groß wir diesen Call machen, ob wir da noch einen machen. Was auf jeden Fall hilft, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, und jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie durch, abonniert doch unseren Newsletter, weil darin werdet ihr alle Informationen erhalten. Der geht am Anfang des Monats geht er immer raus und da erhaltet ihr rechtzeitig die Infos. Ja? Also wenn ihr den abonniert, seid ihr ziemlich aktuell dabei. Wo wir ansonsten noch vertreten sind, wer von euch kennt das Collaboratorum? Damn. Das ist eine super gute digitale Plattform, um sich miteinander zu vernetzen. Also wirklich, bitte mal merken. Also ganz, ganz viele NGOs, das habe ich auch bei Bits und Bäumen wieder gesehen, alle wollen sich nachhaltig vernetzen, auf einer ökologisch sauberen Plattform unterwegs sein, mehr über Events erfahren. Ja? Und dieses Kollaboratorium ist im weitesten Sinne eine interaktive Austausch- und Kommunikation- und Arbeitsplattform. Also Umfragen, Postings, Kalenderfunktionen. Das wird von WeChange, die seht ihr drüben im Mathegebäude. Ja, das ist die Plattform dafür. Und in diesem Kollaboratorum, das hat ein Riesenpotenzial für uns als Zivilgesellschaft, eine neue digitale Plattform zu werden. Da kann man ganz viel miteinander zusammenarbeiten. Deswegen das bitte schon mal gerne im Hinterkopf behalten.
Ja, wir sind auf Instagram, auch wenn wir wissen, die Server sind nicht da, wo sie stehen sollten und die Unternehmen sind auch nicht die, deren Ideologie wir unterstützen. Nichtsdestotrotz müssen wir mit unseren Themen eine Reichweite haben. So. Deswegen, ihr findet uns unter Eine Weltnetz eben auch auf Instagram. Da macht meine Kollegin Svenja den Kanal mit einer anderen Kollegin noch. Das läuft sehr erfolgreich gerade. Und ja, wir sind auch seit kurzem auf LinkedIn. So. Also das sind die Kanäle, wo wir wirklich einen guten Zugriff haben. Bei LinkedIn bin ich sehr viel unterwegs. Also wenn wir uns da vernetzen können, wenn wir uns da weiter begegnen, austauschen können, würde mich und uns das sehr freuen. Alle in kurz gescannt. Ja, sehr schön. So, da sind wir auch schon durch. Das war ein Kurzimpuls. Wie gesagt, mein Name ist Sascha Iwan, ich bin Projektreferent. Innerhalb des Eine-Welt-Netzes haben wir das Projekt Smarte Eine Welt und innerhalb dieses Smarte Eine Welt-Projektes organisieren wir die Bits und Bäume-Konferenz. Aber ich wollte es nicht zu kompliziert machen, sonst hätte ich jetzt hier mit drei Logos arbeiten müssen. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Telefon ist dabei. Vielleicht lese ich die gleich noch auf der Rückfahrt vom ICE, wenn es wieder zurück an den Niederrhein geht, wo nämlich aktuell in Xanten. Schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn das alles noch ein bisschen wirken muss. Ansonsten stehe ich auch jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. So, interessiert euch irgendwas noch zu dem Thema, wie ihr mitmachen könnt, zu den Formaten, lasst uns gerne noch ein bisschen austauschen. So. Genau, vielen Dank schon mal, Sascha. Ja, gibt es Fragen? Wem kann ich das Mikro geben? Da vorne, okay. Ja, danke schön. Damian Paderta, ich habe eine Frage und zwar habt ihr quasi als Eine Weltnetz NRW und quasi dieses Chapter nach NRW geholt oder habt ihr nochmal geguckt, ob noch andere Organisationen sich anschließen, quasi so ein bisschen föderal, um zu gucken, dass man verschiedene Communities, also natürlich nicht die NGO eine Community, aber tendenziell kann man eine Community denken, so ein bisschen zusammenstöpselt, um halt eine größere Reichweite, um Diversität innerhalb der Themen zu haben. Genau, ich würde es gerne anstoßen, deshalb, das ist jetzt keine suggestive Frage, sondern ich würde es gerne damit anstoßen, weil sie natürlich die Szenen nicht per se kennen, die so unterschiedlich sind, dass sie eigentlich zusammengehören müssten, weil sie sich eben nicht kennen und sehr interessante Sachen und Überschneidungsthemen haben. Mhm, alles klar, ich wechsle dafür einmal ganz kurz, vielleicht klappt es, dass ich jetzt hier einmal zwischen den Tabs wechsle. Ba-ba-bam. So. Oh, können wir das am Screen einrichten, dass das zu sehen ist jetzt? Wahrscheinlich gerade nicht. Ah, ich muss die Präsi wahrscheinlich beenden. So viel Zeit für Interaktion muss sein. Tada! Fühlt sich schon fast an wie analoges Handwerk. Jetzt ist es trotzdem weg, das ist super. Eine Sekunde, wir haben es sofort. Dann kann ich euch auf die Webseite verweisen. Ja, kannst du mir das einmal rüberziehen? Also, gehe ich schon mal so auf die Frage ein. Ich wollte euch den Namen direkt zeigen. Also, wir haben die Bits und Bäume, hier hat einen Trägerkreis mit den ganzen Organisationen, um eben diesen Facettenreichtum abbilden zu können. So, und ähnlich haben wir das eben in Nordrhein-Westfalen auch gemacht. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht als Landesnetzwerk alleine entscheiden, was da passiert, welche Inhalte da reinkommen, sondern wir wollen eben auch eine diverse Expertise haben, so aus unterschiedlichen Szenen. So, und dann sind jetzt hier, ist unser BeraterInnenkreis. Wir haben die bewusst nicht Träger genannt, weil die nicht mit finanziellen Ressourcen und großen organisatorischen Ressourcen drin sind. Tragen tun wir finanziell vom Eine Weltnetz das. So, und wir organisieren auch den Großteil. Aber wir haben diesen Trägerkreis ins Leben gerufen. Da ist Robert Gabriel dabei von Metamine in Köln, Rainer Rehak hier von der Bits und Bäume aus Berlin. Der ist von Anfang an als Berater mit im Boot, damit wir eben diese Adaption möglichst gesund und gut auf die Beine kriegen. Professor Dr. Claude Raude, Jan Quein von Nachhaltig Digital, eine riesige Wirtschaftsplattform. Christoph Teusch, AfB, kommt aus Berlin und dann haben wir eben noch weitere Bäume mit dabei, um eben diese Vielfalt anzubieten, damit die das auch in ihre Netzwerke geben. So, ne? Ist das damit so beantwortet? Ja, genau.
Genau, also das ist jetzt so ein erster Schritt und da sind wir auch immer offen für. Ne? Also wir sagen ja nicht, das ist closed door, sondern ganz im Gegenteil, wenn Leute sich engagieren wollen, davon lebt das Netzwerk. Ne? Wir sind ein Netzwerk so wie so ein Myzel. Ne? Da darf man gerne immer andocken mit Ideen, einen Hörer in die Hand nehmen oder eine E-Mail schreiben. Also wenn ihr da Ideen habt, Möglichkeiten, bitte gerne melden. Ne? Davon lebt das Ganze. Hm? Genau, ich glaube, Zeit für eine kurze Frage haben wir noch. Das ist gar keine Frage, also ich kann es auch, glaube ich, so machen, oder? Ja. Okay, alles klar. Genau, also ich würde mich da anbieten, weil also ich komme aus NRW, bin aber sonst eigentlich hier in Berlin. Also ich bin Anne von Algorithm Watch und kenne ein paar NRW-spezifische BITS-Organisationen vielleicht. Ich glaube, die sind allein als Multiplikatorin mehr, das ist eine super Ergänzung. Und also ich komme einfach gleich zu dir, aber ich glaube, das wäre auch total wichtig. Super. Ja, super, sehr gern. Also euch haben wir natürlich auch auf dem Schirm mit Algorithm Watch. So, ne, kommt man ja zum Glück auch nicht dran vorbei. Ja, deswegen gerne, dann können wir uns gleich noch austauschen. Ja. Super, dann vielen Dank, Sascha, und viel Glück bei der Konferenz dann nächstes Jahr. Alles klar, vielen Dank an euch.